Fans und Freunde der Vienna, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Danke, danke, danke für eure Unterstützung, für euren Support und danke auch für eure Meinungen. Dazu ist die Plattform Kammern Vienna da. Bitte unterstützt mich auch weiterhin, abonniert den Kanal, liked die Videos, wenn sie euch gefallen haben. Bitte nicht vergessen, oben die Glocke zu betätigen, wenn ihr informiert werden wollt, wenn ein neues Video online geht. Bitte schreibt mir eure Meinungen, Fragen, Wünsche. Schreibt mir rein, was euch gefällt oder was euch nicht gefällt, unten in die Kommentare oder aber auch auf Facebook. Schaut auch auf Twitter vorbei, da schreibe ich relativ aktuell rein, was ich gerade tue oder was ich vorhabe. Es gibt noch Instagram und Google+. Ja, persönlich bedauere ich es auch sehr, dass ich nicht mehr direkt für den Verein tätig bin. Ich hoffe, die Vereinsführung weiß, was sie tut. Aber ich möchte gerne verstärkt weiterhin für Kammern Vienna tätig sein. Ich möchte gerne euch präsentieren. Ich möchte gerne Leute interviewen, die für die Vienna Fans wichtig sind, die für die Vienna Fanszene wichtig sind. Ich möchte gerne über die Aktivitäten der Fans des ältesten österreichischen Fußballclubs berichten. Ich möchte euch gerne informieren, aber natürlich auch unterhalten. Ja, wie ihr seht, bearbeite ich gerade ein Foto aus unserem Foto-Fanbuch. Ja, da habe ich schon einige von euch fotografiert. Danke für die Unterstützung. Ich brauche aber euch. Ich brauche noch mehr Fans. Ich möchte euch gerne fotografieren. Ich möchte gerne ein Porträt von euch machen. Und zwar am 6. April bin ich das nächste Mal wieder beim Heimspiel mit der Kamera unterwegs. Bitte sprecht mich an. Ich mache dann ein Porträt von euch und ich brauche einen Text von euch. Ich brauche eine Geschichte, eine Anekdote, etwas, was ihr mit der Vienna erlebt habt. Diese beiden Dinge, Text und Fotos, gehen dann an die Karin Rieder. Die Karin ist so lieb und macht die Grafik für dieses Foto-Fanbuch. Aber natürlich halte ich euch am Laufenden, wo und wann dieses Buch dann erhältlich sein wird. Kommenden Sonntag, das Spiel gegen Riverside, ein Frühschoppen. Um 11 Uhr geht's los. Ja, ich hoffe, es wird ein Riverdance. Unsere Kampfmannschaft eilt ja von Sieg zu Sieg. Werden wir mal sehen, wo wir am Ende der Saison stehen. Halten wir uns die Daumen. Vielleicht spielen wir sogar im Herbst schon in der Stadtliga. Zeigen wir, wie stark die Community ist, zeigen wir, wie stark die Vienna Family ist, unterstützen wir weiterhin unsere Kampfmannschaft, unterstützen wir weiterhin unseren Verein. Ich hoffe, wir sehen uns zahlreich bei einem der nächsten Spiele und bis dahin, Kammern Vienna!